Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus 718 Video. Heute kümmern wir uns um die Linie 25, die wir nochmal fahren werden. Und leveln höchstwahrscheinlich Westfield Getreidesilos und Westfield auf Level 4. Dann endet, glaube ich, die Fahrt hier in Westfield Wanderschiebestraße und dann sind wir schon direkt wieder da beim Depot. Wir fahren das Ganze auch wieder mit dem MAN. Line City CNG. Da haben wir ihn. Das ist ja super. Und welche ist das? Okay, keine relevante. Aber dafür halten wir dann bei Sonnenthal, die wir ja dann auch beim nächsten Mal fahren würden mit auf der Linie 27 ist es, glaube ich. Was ja auch nicht verkehrt, das haben wir einen kleinen Headstart so gesehen. Aber es ist auch sowieso eine Route, die wir sehr häufig noch fahren müssen, weil die jetzt auf Level 2 ist und wir die auf Level 3 bringen müssen, auf Level 4 und dann auf Level 5. Das wären garantiert noch so 3-4 Folgen. Oder 3-4 Fahrten mit der Linie 25. Dann alles an. Oh mein, ach verdammt, wir fangen ja zum Top. Da war ja was. Das kann jetzt wieder abenteuerlich werden. Hab ich doch vergessen, den Tempomat einzustellen. Haltewucht 2, das ist fast ganz hinten. Wir hatten es noch nie gehabt, dass ein Kollege vor uns gehalten hat. Und wir fahren der 25 hinterher, das ist ja der Wahnsinn. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Eine Fahrkarte bitte. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Danke. Wo hab ich denn... Klar. Hier. Und wo kommt jetzt die Punchline? Warum kommen wir? Na klar. Hier, bitte. Wir kommen bei gesenktem auch hier durch. Warum sind wir in der letzten Folge, glaube ich, hier nicht durchgekommen, als wir da in waren wir denn da? Als wir in Steineck oder in Westfield waren. Ich glaube, mit Steineck waren wir da, wo wir nicht durchgekommen sind. Dann geht's ab zum Rathaus. Halt. Unserem Angestellten quasi hinterher. In welchem Film? Ja, klar. Machen wir es mal, wie sie es gehört. War das ein Geist? Ich denke mal, der Kollege, der ist aber auch schon ein bisschen weiter als wir. Von daher werden wir uns wahrscheinlich höchstens mal lange Wartezeiten, die wir jetzt auch wieder haben beim Rathaus, begegnen. Aber ich vermute mal, der wird auch ein bisschen schneller sein als wir und auch ein bisschen vorankommen. Warum auch immer, da hat er eigentlich denselben Zeitplan und... Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Er steht da gar nicht mehr. Warum auch immer. Das ist immer so nervig mit den Ampeln, dass man sie einfach nicht sieht. Aber jetzt fahren wir mit dem Gelenkbus durch dieses
Aber auch nur auf unter Umleitung fahren wir jetzt durch diese Siedlung wieder und wieder nichts fürs Blinken bekommen. Warum ist das so? Was soll denn das? Das hat mich total. Also nervig. Tschüss. Tschüss. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur nervig. Eine Fahrkarte, bitte. Aber natürlich doch. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Haben wir sogar mal Zeit, einfach durchzugehen? Wo hab ich denn? Ach, hier. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Hier, bitte. Dass die manchmal immer so unentspannt klingen. Ja, sehe ich auch so. Dann fahren wir jetzt dort lang und dann kommen wir hier wieder raus. Das ist ja super. Eigentlich haben wir hier gehalten, aber nein, wir trinken nochmal eine Ehrenrunde. Oh je. Das ist alles nicht gerade. Oh Gott. Nicht gerade auf Gelenkbusse ausgelegt hier. Heißt nicht, dass es nicht machbar ist, aber es ist trotzdem nicht dafür ausgelegt. Immer wieder Punkte bekommen fürs Halten. Wiedersehen. Bitte eine Fahrkarte haben. 1, 2, 3. Ja, natürlich doch. Danke. Das schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Das schön. Hier ist die danke. Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto. Oh, bitte. Ah, hier. Das sieht ungemütlich aus, da muss ich zugeben. Weiter geht's. Zu den Getreidesilos. Dann haben wir es ja schon beinahe durch. Okay, jetzt. Wir haben noch Zeit. Will die auch rüber? Die will auch rüber. Gut, dass ich gewartet habe. Willst du dir echt mal die Aussicht am Hafen sehen? Die möchte doch auch rüber, oder nicht? Nee, möchte sie nicht. Dann können wir es ja wagen. Drehen wir erstmal unsere Ehrenrunde. Da geht es auch schon ab zu den Getreidesilos. Oder wir haben auch eine Baustelle.
Habe ich auch im Augenwinkel gesehen. Oh Gott. Wir sind ja wieder auf der Hauptstraße, da war ja was. Aber unseren Kollegen, den sie werden wir glaube ich nicht mehr wiedersehen. Das war unseren Angestellten, der ist glaube ich über alle Berge. Ich habe das Gefühl, dass die halt eigentlich, das hat er gemeint. Dass die halt so getimed sind, dass die halt exakt ankommen. Die kommen quasi pünktlich an, lassen sie einsteigen und fahren pünktlich wieder weg. Zu früh oder zu spät kennen sie nicht. Aber gut, ist halt KI, ne? Das ist halt, ist ja in gewisser Weise komplett nachvollziehbar und verständlich. Ansonsten war es einfach auch eine zu krasse Berechnung, dass man halt auch noch, also denken wir für das Spiel, ansonsten wird das einfach zu stark belastend wahrscheinlich. Wenn das Spiel quasi nicht nur berechnen muss, dass wir Verspätung haben, sondern auch die Busse und unsere Angestellten und dass man halt dann, dass wir dann halt nochmal später rankommen, als wir sowieso schon sind und so weiter und so fort. Ansonsten wird es sich ja auch so staunen, wie wenn wir mal irgendwo halten und ein Kollege dann warten muss. Nächster Halt, Westfield, Getreidesilos. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Moment, natürlich. Die drei sind eingestiegen. Ein Wochenticket. Danke. Hier. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Klar. Na klar. Hier, bitte. Hat noch jemand vergessen? Klar. Okay. Ich glaube, das müssen sich alle haben. Dann wird es auch für uns gleich weiter. Dass wir schon drüben sind. Bis nach Westfield ist es auch nicht allzu weit. Jetzt irgendwo ein Schlagloch, das ich nicht sehen werde. Wiedersehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Wo ist er denn hin? Ah, hier. Danke. Warte. Aber natürlich doch. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Zwei Fahrkarten. Brauche eine Fahrkarte. Ein Wochenticket. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Einzelfahrkarte. Oh Gott, das war jetzt aber durcheinander. Dann ab. Nächster Halt, Westfield. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Oh, come on. Das ist eine Vorfahrt Gewehrenstraße und die haben Vorfahrt, oder was? Der ist doch unser Kollege. Mensch, wir haben ihn doch noch erwischt. Nächster Halt, Westfield. Nee, doch nicht. Ist die 16, nicht die 25. Ja, meint. Bitte alle aussteigen.
noch so gerade das gute Timing reinbekommen. Dann wollen wir mal kurz noch zum Depot fahren. Ist ja quasi um die Ecke. Wo wir wieder was reingedrückt bekommen, weil wir zu lange geradeaus fahren und beim Blinken. Dann steigen wir mal aus und beenden die Fahrt, die ja doch relativ erfolgreich war. Okay, Westfield Getreidesilos auf Level 4, genauso wie Westfield. Die Hohe Straße haben wir nicht angefahren, wäre aber auch irrelevant, aber wir bekommen auch bei umgeleiteten Haltestellen bekommen wir nicht für die Haltestelle, die quasi als Ersatzhaltestelle fungiert, die Dings. Der Tisch belastend. Schade. Aber doch ganz gut. Also von 3 auf 4 erstmal direkt markieren. Beziehungsweise notieren. Von 3 auf 4. Dann die Stadtverwaltung. Dann fahren wir beim nächsten Mal in die Linie 25, sprich einmal hier kurz entlang. Die können wir eigentlich auch mit dem Gelenkbus fahren. Das ist ja auch nicht so die, das ist ja auch nicht so fürs Wilde. Ist ja eigentlich nur geradeaus fahren, ab und zu mal kurz eine Kurve fahren. Das kriegen wir auch hin. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video in Bus-Simulator 18 oder in meiner Video hier auf dem Kanal.